Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Transformers Generations Combiner Wars Review. Heute zu Trailbreaker aus der Transformers Combiner Wars Welle 6, welche man eben auch braucht, um Skyrain zusammenzustellen. Der gute Kerl hier ist in Anführungszeichen leider nur ein Repaint von dem hier Offroad aus der Welle 2. Kommt hier mit diesem netten Comic-Heft, welches namentlich ist Combiner Wars Nummer 17. Ich muss mal gucken, ob ich die Combiner Wars-Reihe nicht schon langsam vollständig habe. Hier auf der Seite haben wir ein bisschen hier, ne, Designphase und sowas. Man hat hier dann, sieht man ganz gut, hier haben sie halt einfach einen Offroad genommen, dem da halt nur einen Kopf drauf gesetzt und halt hier einen anderen Arm, auf den ich gleich zu sprechen komme. So nett, so weit, so gut jedenfalls. Und ich glaube, das Combiner-Teil ist anders. Aber gut, hier ein bisschen Charakter-Bios und sowas halt. Und ja, ich muss sagen, als Fahrzeug funktioniert das Ganze für mich ziemlich gut. Man erkennt auf jeden Fall, wen es darstellen soll. Ich hatte Trailcutter aus der Generations-Reihe. Den habe ich aber dann verkauft, als ich gehört habe, da kommt ein Trailbreaker. Warum sie jetzt auf einmal wieder die Namensrechte für Trailbreaker haben und den anderen Trailcutter genannt haben, naja, da blickt wohl nur Hasbro durch. Sieht soweit auf jeden Fall ganz gut aus. Ist, wie gesagt, ein Repaint von Offroad, aber man sieht es hier schon, hier ist was anders. Und das zeige ich euch gleich im Robotermodus. Und die Verwandlung kennt ihr ja schon aus anderen Reviews, deswegen, das ist jetzt schon das dritte Exemplar dieses Molds, deswegen verzichte ich da nochmal auf die Transformation. Wenn ihr die Transformation sehen wollt, empfehle ich euch das Video zu Offroad, das blende ich hier oben ein und wir sehen uns dann nach einer kleinen Blende. Und da sind wir auch schon wieder mit Trailbreaker im Robotermodus und ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen noch Licht dazu machen, denn schwarz auf schwarz sieht man halt so schlecht, aber ich denke, ja doch, das geht. Ist doch ein bisschen anders, als ich erwartet hätte. Das habe ich festgestellt, als ich Figur erstmal transformiert habe. Denn der hat komplett neue Unterarme spendiert bekommen. Also hier die Arme sind anders als bei Offroad. Natürlich hat er hier diese Kanone. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Trailbreaker bei Generation 1 irgendwie nie großartig wahrgenommen. Deswegen kann ich gerade nicht dazu sagen, woher es stammt, dass er halt hier diese Knarre hat und keine Hand. Aber er kann zum Beispiel seinen Combiner Wars Arm stattdessen dran machen. Und hat dann halt hier so einen Pseudo-Hulk-Arm oder Greifarm oder was auch immer. Ist eine nette Idee. Hat hier sogar ein bisschen silberne Farbe bekommen, was für mich für die Combiner-Teile anders ist. Und halt hier der Daumen, halt hier eben der Zacken, der ist anders. Die sind nämlich sonst ein bisschen abgerundeter, wie jetzt zum Beispiel hier. Aber überrascht mich. Also es hat mich, als ich die Figur erstmal in der Hand hielt, doch sehr überrascht. Das ist mir nämlich auf den Promo-Fotos etc. gar nicht aufgefallen, wirklich. Kommt natürlich auch noch hier mit der Axt, die auch schon bei Offroad in einer anderen Farbe dabei lag. Und ich muss sagen, den Kopf finde ich wahnsinnig gut. Der hat mich nämlich jetzt gerade sehr überrascht. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt gerade mal ein bisschen in den Fokus. Ja. Der sieht nämlich echt gut aus. Also da war ich doch echt überrascht, als ich den Kopf das erste Mal wahrgenommen habe jetzt an der Figur. Und gefällt mir definitiv gut. An und für sich, die Figur ist soweit nett, aber so wirklich 100% haben muss man den nicht. Es ist gut, ihn zu haben, weil dann kann man halt Skyrain machen oder kann halt eben hier eigene Kombinationen und Domino Day machen. Aber es ist halt eben nur, in Anführungszeichen, nur ein netter bis guter Mold. Aber jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie, weiß nicht, zwingend haben muss. Für mich war halt klar, ich hole ihn mir, weil ich halt Skyrain haben möchte. Aber es ist jetzt der dritte Mold, wenn ich jetzt noch den Remold von in Form von First Aid dazu zähle, ist der vierte. Und nur wegen einem anderen Paar Armen und einem anderen Kopf weiß ich nicht, ob man den dann unbedingt haben muss. An für sich finde ich das Repaint sehr gelungen. Eben halt auch durch die silbernen Teile hier kommt dann noch ein bisschen mehr Details raus. Den Kopf finde ich, wie gesagt, echt gut.
Aber es ist halt eben kein Must-Have, den müsst ihr unbedingt haben, kein. Ich weiß nicht, also ich sag mal so, euch entgeht nicht viel, wenn ihr euch den nicht holt. Ist halt irgendwie für Generation One-Fans eine nette Zugabe für die Sammlung, aber Combiner Wars funktioniert auch ganz gut ohne ihn, wie ich finde. Denn er ist in Generation One kein Teil eines Combiner-Teams gewesen, von daher. Naja, aber immerhin hat man sich hier die Mühe gegeben und zwei neue Unterarme spendiert und das ist ja auch schon erwähnenswert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Skyrain haben wollt, dann würde ich schon sagen, legt ihn euch auch zu. Bestellen könnt ihr die Figuren auf Actionfiguren24, den Link poste ich euch hier unten in die Videoinfo rein. Sonst würde ich mich natürlich über Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr es noch nicht getan habt und erzählt von Starblight euren Freunden, ladet sie zur Seite ein auf den YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Schaut mal in die ganzen leckeren und lustigen Links hier unten in der Videoinfo rein und schaut auch das nächste Mal wieder rein. Ich bedanke mich und bis dann.